Olivin ist ein Schmuckstein, entstanden aus der Magmafläche als ein Mineralstein. Und für uns ist das nichts anderes, als dass diese besondere Begegnung auf verschiedenen Temperaturen musikalische Welten kreiert zwischen Anatolien und Europa. Anatolische Volkslieder sind unser Ausgangspunkt mit Jazz-Einflüssen, mit Klassik und auch zeitgenössischer Improvisation. Ich glaube, das meiste, was uns verbindet, ist das Unterwegssein. Das nicht stehen bleiben. Wie eine Art Minnesänger, die eben von einem Dorf zum nächsten gewandert sind, so empfinden wir uns auch, dass wir eben in Berlin zusammengekommen sind. Aber wir streuen sozusagen unsere ganze Kraft und Energie auf die ganze Welt. Wir sind sehr neugierig aufeinander, weil wir eben auch sehr unterschiedliche Instrumente haben. Für uns sind das alles menschliche Elemente in der Musik, die natürlich kulturell irgendwo zu Hause sind. Aber wenn sie in dieser Fusion zusammenkommen, werden sie zu etwas ganz Neuem. Wir wünschen uns, dass wir eine Begegnung schaffen in einem offenen und einem zugänglichen Raum. Es soll möglich sein, dass ein sehr buntes Publikum diese verschiedenen Eindrücke miteinander teilt. Sie kommen rein und erleben ein musikalisches Feuerwerk. Ob das nun ein Klagegesang ist oder ob das etwas ist, wo die Liebe eben so eine übermäßige Energie hat, die rauskommen will. Es gibt auch mal einen Moment, wo Özgür Barlama Solo spielt, wo man auch wirklich denken könnte, man sitzt irgendwo in einem anatolischen Dorf, irgendwo auf der Wiese. Ganz unmerklich beginnt ein Teppich vom Flügel, der dann diese Reise bis zu einem Spiritual bringt, wo dann Begum plötzlich mit einem Soul-Einsatz beginnt. Der Orient kann auch mal nur eine kleine Sekunde entfernt sein, aber manchmal ist es so, dass man eben eine ganz lange Improvisation macht, um genau bei diesem Ton anzukommen. Und nun kommt die Frage immer bei uns, wie viele Konventionen wollen wir brechen? Spätestens, wenn wir bei so einem Titel wie Bosporus Brahms von uns gelandet sind, sind eigentlich alle bereit. Jetzt sind wir eine Einheit, ohne dass wir viel darüber diskutiert haben. Und wir lassen uns auf alles ein.